Einen schönen guten Morgen und willkommen bei Stardew Valley zur nächsten Folge. Oh, Barney. Guten Morgen, lieber Barney. Ich bin vorbeigekommen, um dich um einen Gefallen zu bitten. Dich? Ja, weil wir doch so gute Nachbarn sind. Ich möchte meine Ziegen dazu bringen, Hallo zu sagen. Aber sie ignorieren mich einfach, wenn ich ihnen nicht ihren liebsten Leckerbissen habe. Nämlich Höhlenkarotten. Und da ich Angst vor den Minen habe, ich dachte, du könntest mir vielleicht eine Höhlenkarotte mitbringen, falls du die Zeit findest. Kein Stress. Aber wenn du eine findest, komm einfach bei meinem Haus zwischen 9 und 17 Uhr vorbei. Du würdest mich echt retten. Okay, Höhlenkarotte. Lieber Nachbar, wenn ich mich nicht um die Tiere kümmere, experimentiere ich in der Küche. Achso, ist die gleiche. Wenn wir Freunde geworden sind, will ich ein paar Rezepte mit dir teilen. Ich hoffe, dieses wird dir schmecken. Nice. Bleiche Brühe. Bleiche. Höhlenkarotte, habe ich eine? Ja, ich habe eine Höhlenkarotte. Zum Glück hebe ich jeden Mist auf. Super. Sehr, sehr super. So, erstmal den ganzen Müll wieder mitnehmen. Süßkartoffel. Was noch was? Nee, ne? Oh, da ist wieder was gewachsen. Das brauche ich noch. So, müssen wir erstmal sortieren hier. So, bla bla bla. Ja, die Höhlenkarotte kommt hier hin. Gut. Ist sie fertig gewachsen? Nee. Kann man die eigentlich auf Gold erweitern? Ja, ne? Ach, da müsste ich vielleicht auch nochmal Sachen anbauen. Also hier, die beiden. Können wir vielleicht gleich nochmal bei Pierre vorbei. Und nochmal Sachen abholen. Dann machen wir heute mal wieder einen entspannten Tag. Können wir ein bisschen, ja, Sachen erledigen, Geoden aufbrechen. Das, was man halt sonst immer nicht so hat, ne? Vielleicht können wir noch ein bisschen angeln. Ach, ich wollte eigentlich gucken, wo ich die Lachse wo... Wann ich die Lachse wo finde, so. Also jetzt kein Wasser. Also heute entschleunigter Tag. Tja, wir haben auch nicht mehr viel, ne? Also, viele Missionen. Wir müssen Bier noch brauen. Ans Ende der Höhle sind wir jetzt gelangt. Und ja, mehr weiß ich erstmal nicht. Was wir an Missionen zumindest haben. Irgendwann muss ich einen neuen Hühnerstall bauen. Wo ich dann vielleicht Enten oder sowas. Nein, soll sie nicht essen. Soll sie nicht essen? Ich habe keinen Inventarplatz mehr. Ja, das ist das Problem, wenn du hier mit sämtlichem Scheiß umherlaufen musst. Oder umherläufst. Irgendwann ist da auch dieses komische Fest, wo ich meine neuen Sachen... Habe ich Preiselbeere? Ja. Wo ich meine neuen Sachen präsentieren muss. Wo ich mir übrigens noch gar keine Gedanken gemacht habe. Ganz ehrlich, komm. Amethysten können wir meinetwegen mal verkaufen. Verschenken. Der Rest wird verkauft jetzt. Ja. Ach so, gut, jetzt kann ich keine Dings mehr herstellen. Keine Mayo, aber gut, dann muss ich halt einmal ohne Mayo leben. Was passiert eigentlich, wenn die Dinger mal hier ausbüchsen? Ich komme noch nie wieder ran. Nicht die schieben, nee. Also ich hoffe einfach, dass sie nie hier ausbrechen. Gut. So, runter zum Arni. Gehen wir in die Höhlenkarotte. Ich will überlegen, ob ich noch irgendwo eine Baumfarm setze.
Wo ich dann wirklich einfach nur Holz, Holz und Holz mache. Ich schwöre, wenn ich jetzt die Höhenkarotte verliere. Oh. Ah! Oh, du hast die Höhlenkarotte mitgebracht. Vielen Dank, lieber Barney. Da ist sie. Ich schmeiß sie einfach auf den Boden. Sieht super aus. Ich will sie am liebsten fast selbst essen. Fast. Ich hoffe, du hast nicht allzu viele Umstände bereitet. Ich weiß, das wirklich zu schätzen. Nö, nee, ich hatte noch eine in der Kiste. Howdy! Ganz kurz, was hast denn du für Tiere? Luxus-Hühnerstall? Luxusstall? Großer Hühnerstall? Luxusstall? Also ich brauche einen Stall. Dann brauche ich einen großen Stall. Wie kann ich denn... Okay. Ich weiß nicht, wie man Luxusställe und sowas baut. Ach, der Willi! Der Willi ist wieder hier am Flussangeln. Geht wieder auf der Lachse, wa? Du hast diese Woche bereits geschenkt. Dekoration, das... Was? Streichen? Das Gefühl der Jahreszeit. Das ist eine Tradition, die Mühe wert ist. Okay. Ganz ehrlich, wenn er hier angelt... Gibt's was Besonderes gerade? Ja, geil. Grünalge. Hier. Riech! Ja, ist natürlich nicht begeistert von meinem super Geschenk, was ich ihm aus der Flussmitte gezogen habe, aber gut. Muss ich durch. Eine Sekunde, ich muss dieses Level schaffen. Danke, ich mag das. Ich war so nah dran, den ganzen Tag nur im Bett zu faulenzen. Jetzt wünsche ich mir irgendwie, dass ich das nicht getan hätte. So, Penny kriegt auch nochmal ein Geschenk. Du hast Penny... Was? Die Dinge haben sich geändert, als der Joja-Markt eröffnet hat. Bei Piers Laden war es wirklich... Oh, apropos Piers Laden. Danke, Penny. I fast forgot it. So, erstmal schenken wir ihr noch was. Schock für mich, danke dir. Schock, Güzel. Die als Geist bekannt. Sag mal, Asmodeus, willst du mich verarschen? Hat jemand Geburtstag? Ach, Abigail hat Geburtstag und ich habe kein Geschenk mehr, wa? Shit. Und sie ist bestimmt hier. Natürlich ist sie da. Mist. Ich kann ja nicht das seltsame Brötchen ihr schenken. Das ist nämlich für mich. Du kannst dieses Jahrzeit Lachs im Fluss fangen. Ich weiß, ich finde aber keine. Und ich weiß nicht, was ein Fluss ist. Ist das hier der Fluss? Oh, ich bin so melancholisch heute. Zu dieser Jahreszeit wird es immer herrlich. Ja. Ist meine Dings fertig? Ach, scheiße. Dann kann ich nämlich auch die Geoden nicht aufbrechen. So, ich knall meine Angel jetzt hier rein. In der Hoffnung, dass das ein Fluss ist. Tütebags! CD! Zählt das als Fluss? Mann, wieso krieg ich denn hier so viel Mist? Ah. Ich will einen Lachs. Okay, das sieht nicht nach Lachs aus. Schwarzbarsch. Das ist doch aber ein Fluss, oder nicht? Ach, das ist doch schon mal ein bisschen aufregender. Das könnte doch was Schönes sein. Ach, wunderbar, ein Lachs. My first Lachs. Okay, das ist wieder ein sehr unattraktiver Fisch. Ich weiß gar nicht, ob ich Lachse für irgendwas brauchte. Schwimmt flussaufwärts, um seine Eier zu legen. Auch wieder unspannend.
Schwarzbarsche, ey. Was bringt mir eigentlich der Vorteil von Max? Also außer, dass ich die Angel halt weiterwerfen kann. Mann, wir sind Schwarzbarsch. Och, Lachse. Max. Und ich muss noch ein Geschenk für Abigail finden. Ja, super, endlich. Das ist doch mal ein Fisch. Komm, komm, komm. Komm. Hör auf, dich zu wehren. Oh, was ist das? Nein, eine Tigerforelle. Mist. So, jetzt haben wir übrigens alle Sorten von Geoden, glaube ich, die es gibt in dem Spiel. Ah, Kacke. Das ist keine Tigerforelle, aber auch kein Kaulbarsch, oder? Lachs. Wow. Zwei Köder. Ich weiß immer noch nicht, ob es bessere Köder gibt. Also ich sollte mir vielleicht mal diese Wurmdinger machen. Diese Wurm... Oh Gott. Wurm... Falle war es nicht. Wurm, Wurm, Wurm. Irgendwas mit Wurm. Wurmeimer? Mann, ich will jetzt noch einen Lachs haben. So, gut. Na komm, einmal machen wir noch. Und dann suchen wir mal nach... Ach, scheiße. Erstmal ist das Angelgerät kaputt. Und zweitens... Hat Dings nicht mehr lange offen. Piers. Scheiß drauf. So, wie, ach scheiße, wir müssen ja einkaufen. 15, glaube ich, ne? Alter, das war ganz kurz vor knapp. Amaranth, Weintraumsetzlinge. Weintraum. Ah, ich weiß nicht, ob sich das lohnt. So, und jetzt ist auch Feierabend. Achso, wo ist denn Abigail? Ich habe nichts für Abigail. Ist sie zu Hause? Sebastian ist noch hier. Aber Abigail finde ich gerade nicht. Geht nur so viel spielen, wie ihr wollt. Ich brauche... Ach, ist denn eigentlich auf dieser großen Tafel was Neues? Achso, erstmal mit Omi reden. Was? Bist du näher mit Alex? Das heißen. Nee. Boah, was schenke ich ihr denn? Was? Warum sind hier nicht drin? Miesmuschel. Naja, weiß nicht, ob das ein schönes Geschenk ist. Ich könnte ihr Sashimi schenken. Das können wir machen. Oh, guck mal, wer da ist. Lea. Nein, sollst du nicht essen, sollst du ihr schenken. Du hast diese Woche bereits Lea Geschenke gemacht, ohne Ende. Abigail! Nee, ich will ihr nichts schenken, ich will mit ihr reden. Achso, wir haben schon geredet. Wie ist denn unsere Beziehung eigentlich, Lea? Auch 5, schön. So, Abigail, wo bist du denn? Ja, Penny wird keine Zeit haben zum Saufen. Ist so arm. Bin ich eigentlich reich? Oh, ich kann so reingehen. Schön! Feen, Unimos und andere Fabeln. Was ist eigentlich aus dem Vorhaben geworden von... Dings von Penny, von Penny von Lea mit ihrer Ausstellung? Mann, wo ist denn Abigail? Problem ist, der blöde Laden wird zu haben. Ich... Doch, ich komm. Ah, da ist er ja. Was? Abby, ich hab. Nein, hör auf. Mach die Tür auf. Ich hab was für dich. Abby. Oh, es war mein Geburtstag. Stimmt wohl. Danke, das ist nett. Hast du ein Vogelschwächen auf deinem Feld? Ja, hab ich. So. Gut.
Geburtstagsgeschenk gemacht. Wir machen uns nochmal aufs Feld. Ja, mit dem Geist. Lassen wir mal. Ach, komm. Ach, scheiß drauf. Ich wollte gerade die Süßkartoffel noch weggeben, aber die behalte ich jetzt erstmal. Schön, der Baum ist auch nachgewachsen. Den ich mal kaputt gemacht habe, ne? Oh, zack. Zack. Fische, ja, wie gesagt, einen Lachs werden wir noch nicht haben. Hä, wieso habe ich denn Lachs schon? Schwarzbarsch ist der und eine Tigerforelle. Tigerforellen gibt es nur in Silber, oder was? So. Ach du Scheiße. Na, ist ja egal. Ja, ich kann das trotzdem durch. Ah. Ich kann aber nicht ernten. Das wusste ich nicht, dass diese Weinreben so, dass sie zu sind. Also gießen kann ich's. Ja, muss ich notfalls dann abreißen, wenn die ersten Sachen durch sind. So, Geoden machen wir morgen, wenn er irgendwann mal wieder fertig ist. So, wir müssen noch ein bisschen Eisenerz schmelzen. So. Ölpresse. Macht Gourmetöl. Aus Schleim, Hartholz, Gold. Genau, das suche ich. 25 Hartholz. Gold, Eisen, Faser. Habe ich 25 Hartholz? Nein. Ah, ich habe meine Axt gerade nicht am Start. Scheiße. Die Schilder testen wir im Winter. Recyclingmaschine haben wir. Wurmeimer, Einmachgefäß haben wir. So, Hartholz haben wir nicht. Den Blitzableiter baue ich mir jetzt mal. Eisen, verfeinertes und Fledermaus. Damit hier nicht mehr allzu viel passiert. So, das muss ich aber irgendwo aufs Feld bauen, ne? Was ist denn, wenn ich den hier hinsetze? So. In der Hoffnung, dass da die Blitze jetzt einschlagen. So. Da, Schleimeipresse. Komplett 100 Stück zu einem Schleimei. Ein Wunder der Wissenschaft. Aha. Eisenstoff habe ich nicht. Knoblauchöl. Knoblauch habe ich nicht. Morchen, Pfifferlinge, weiß ich nicht, wo die herkommen. Korken. Vergrößert die Fischleiste. Fische entkommen langsamer, wenn du sie nicht einkurbelst. Sich im Wasser zu erhöht die Beißrate von Fischen. Erhöht die Beißrate von Fischen, okay. Teleport Strand braucht auch kein Mensch, oder? Naja, gut. Also, was mich tatsächlich noch interessiert, ist dieser Wurmeimer. Käsedinger. Ah, gut, müssen wir mal gucken. So, morgen Geoden cracken. Wir haben, obwohl wir können ganz kurz nochmal in die Höhle gehen. Gucken, ob erstens die Dinger fertig sind und zweitens neue. Jawohl. Eine Orange. Eine Orange. Wollen die Unimos sowas? So, Wild Plum. Wetterbericht hat man gesehen. Okay, ne? Ja.
So. Gut, wir gehen mal ein bisschen durch. Kürzer Mais. Obwohl nur eins, also Kürbisse. Oh Gott, ich hoffe, dass wir das schaffen. Große Ei, das haben wir. Ja, und die anderen Sachen können wir nicht machen. Mais, Kürbis, Süßkartoffel haben wir schon. Ja, kommt, hoffentlich. So, das war. Na, nee, das schaffen wir auf jeden Fall nicht in diesem Sommer. Weizen bin ich dabei. Apfel wird ewig dauern. Keine Ahnung, wo die beiden Sachen herkommen. Nautilusmuschel habe ich auch gar keine Ahnung. Oh, ein roter Pilz. Den haben wir doch. Gut, der ist jetzt sogar noch. Oh. Stufe höher, aber ist egal. Nee, Feldforschung nicht. Hier. Sonnenblume sind wir dabei. Aquamarin habe ich doch auch, oder? Ja, super. Aquamarin auch am Start. So. Entenfedern. Okay. Koch. Mohn, Maki, Strauß, Trüffel. Keine Ahnung, wo das herkommt. Tresors Geld. Katzen, Blaubarsch. Glasauge, Aal. Stimmt. Gut, da muss ich mal in meine Kiste gucken. Also die habe ich auf jeden Fall nicht. Fisch. Flussfische. Katzenfisch und Blaubarsche. Bin mir relativ sicher, dass ich die habe. Also einen zumindest davon. Katzenfisch und Blaubarsch. Nee, habe ich tatsächlich beide nicht. Krass. So, das sind die beiden Sachen, die wir im Winter sammeln. Und dann haben wir die Brückenreparatur. Das müsste die große Brücke oben bei der Abenteurergilde hoffentlich sein. Ja, und das war's dann, ne? Genau. Achso, das große braune Ei müssen wir noch mitnehmen. Und da können wir theoretisch auch nochmal zu den Unimos gehen. So, große braune Ei. Da. Schick, schick. So, dann ab ins Bett. Achso, die Orange brauche ich tatsächlich gar nicht. Scheiß drauf. Habe ich hier noch Platz? Oh, ich muss mir hier unbedingt was einfallen lassen. Ah, scheiße, ja auch nicht mehr. Also Kohle habe ich echt viel. Kohle hätte ich nicht erwartet, dass ich so viel habe. Also da kann ich wirklich sehr viel noch einschmelzen. Aber... Naja. Alter, was? So eine Tigerforelle bringt 233. 6000 habe ich wieder eingenommen. Das Angeln macht auch richtig fett Money, Alter. Jetzt. Lass sie streicheln. So, dann machen wir unsere Bademeisterrunde. Nein, ich will das Ei. Ich will das Ei. Nein, du sollst nicht essen, du sollst da reinmachen. Danke. Gut, Hühnchen versorgt. Na, da will doch jemand raus. Aber nicht mit mir. Der Baum wächst, da bin ich sehr froh. Oh, Kürbisse, meine Damen und Herren, Kürbisse. Fünf goldene Kürbisse. Jackpot. Qualitätsnutzpflanzen.
Ach, ich komme ja nicht mehr lang. Ah, das mit dem Wein? Also gut zu wissen fürs nächste Mal. Muss ich auf jeden Fall anders setzen. Also, ganz offensichtlich. Die Sonnenblumen sind auch fertig. Schön. Ich denke, das Weizen ist auch fertig. Oh, das wird aber ein sehr ertragreicher Tag heute. Wenn ich richtig gießen würde. Nein, mein Inventar ist voll. Also, ist ja nicht wild. Kann ich ja ganz entspannt einfach ausleeren. So, weg. Das kommt woanders hin. Scheiße, das muss ich alles mitnehmen. Kühlschrank. Ei, das muss mit. Ei. So, jetzt mal ganz kurz gucken. Die 5 goldenen Kürbisse kommen mit. Und ein normaler. Kann sein, dass heute dieses Fest noch ist? Also ein normaler Kürbis? Muss mit. Ah, ich habe keinen Platz mehr, das gibt's doch nicht. Ah, der Reis kommt mal weg. Einer muss übrig bleiben. Ich habe aber richtig geschlammt gerade beim beim Aussortieren, ne? Also hier ist noch ein Ei, hier ist noch Honig. So, der Reis kommt jetzt hier auch hin. Genau, der muss auch mit. Ach Gott, Mann. Kommt hier mal nicht durch. Sonnenblumen, kann ich die einfach pflücken? Ja. Sonnenblumen. Und hierfür brauche ich die... Oh Gott, Scheiße. Sonnenblumensaat. Okay, ist also wiederverwertbar. Das ist schon mal schön. Ist das fertig? Ach, das ist noch gar nicht gewachsen. Okay, gut. Dann können wir uns wieder beruhigen. So, das kommt weg. Ja, ich muss unbedingt aussortieren. Die Sonnenblumen, die brauchte ich auch für irgendwas. Irgendwo brauchte ich eine Sonnenblume. Hier. Färbemittel. Schön. Eine goldene Sonnenblume belassen wir bei uns in der Kiste. Also, die eine. Der Rest wird verkauft. Ich weiß, ich kann Öl draus machen. Aber... Ich habe noch keine Presse dafür. So. Scheiße, Mann. Pier ist zu, ne? Ich würde am liebsten direkt nochmal 25 Kürbisse machen. Ach, ärgerlich. Was haben wir denn noch? Der Schädel... Ach ja, Schädelschlüssel. Ich habe eine Vermutung, wo der Schädelschlüssel reinkommt. Ansonsten bin ich am Arsch. Dann weiß ich nicht, wo der Schlüssel hin muss. Also, oder halt ist eine Area, die wir noch nicht freigeschaltet haben. So. Bundle complete. Belohnung. Einmachgefäß. Danke. Zack. Zack, fehlt nur noch der Mais. Der kommt morgen. Ich weiß gar nicht, wann der Mais kommt. Ich hoffe irgendwann. Morgen nicht unbedingt. So, das noch. Tiere ist halt das große Problem. Sonst würden wir das Gewächshaus freischalten. Winter ist Quatsch. Was haben wir denn eigentlich noch am Start? Den Aquamarin. Das sind alles Färbemittel, ne? Müsste Bulletin Board sein. Ne, Feldforschung? Wo waren die Färbemittel? Hier. Zack. 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 So. Super. Futter, ja, haben wir bald. Und
das weiß ich immer noch nicht, wo das hin soll. Wie viel Geld? Ach nee, ich kaufe mir, wenn, kaufe ich mir erstmal die große, den großen Rucksack. Ich gebe hier nicht noch Geld für die Unimos erstmal aus. Das ist Quatsch. No, Pierre! Okay. Volksfest, übermorgen. Ich hätte gern Rubin auf dem Grabstein meines Urgroßvaters. Achso, ich wollte gucken, ob der offen hat. Oh, der hat offen. Kürbisse in 13 Tagen. Super. Bauen wir die auf jeden Fall auch nochmal an. So, jetzt gehen wir ganz schnell Gioden cracken. Ein bisschen Platz haben wir noch. Dann gehen wir auf jeden Fall zu Linus, weil einen Rubin habe ich auf jeden Fall schon mal in meiner Kiste rumliegen. Achso, meine Dings ist fertig, kann das sein? Danke, Mensch. Stahlhacke. So. Goden aufbrechen. Dreck. Kohle, gut. Absolut unwichtig. Naja. 20 Gold, hervorragend. Oh, 3 Iridium, ne? Oder wie das heißt? Oh, 10 Kohle, auch gut. Ah, auch kein Mensch eigentlich mehr Golderz. Und das müsste ich schon haben. Geminit! Oh, ne, doch nicht. Cool. Geminit! Es sieht genauso aus wie das Teil. Belohnung. Och Mann, Alter, du mit deinem scheiß Tünnis. Also ich meine, so ein Bär geht da sogar noch. Quatsch. Naja, gut. So, wir sammeln erstmal. Wir sammeln, wir sortieren. Erstmal aus. Noch Mist, ne. So, dann kann ich ja schon mal wegschmeißen. So, zack, zack, zack. Halt Iridiumerz auch. Fette Bär. Gott, kann ich den drehen? Wie konnte ich denn den drehen? Ich konnte irgendwie drehen. Kann ich den nicht drehen? Oh. Kann ich den Scheiß hier? Wieso, ich wollte gerade sagen, wieso kann ich denn die blöde Blume nicht wegstellen? Also wirklich so was unnützes. Nein, ich hab schon wieder vergessen zu düngen. Ich bin so ein Blödmann. Oh Gott. Soll ich der Blitz doch beim Scheißen treffen? Kann ich das jetzt nachträglich noch düngen? Oh Gott, ey. So, irgendwo fehlt einer. Da. Mann, also wenn man wieder nicht nachdenkt, so wie ich. Gut. Das wird auch noch rechtzeitig fertig, nämlich einen Tag vor dem Wintereinbruch. Achso, halt. Was? Rubin war's, ne? Rubin. Ah, der Linus. Einen Diamanten hat er auch schon von mir, ja? Just saying. Brauchst du eine kleine Werkstatt oder sowas?
Schade, dass man hier nicht extra so ein Nebengebäude noch bauen kann. Also ich weiß nicht, wenn man die... Man kann ja die Hütte nochmal erweitern. Was dann geht. Oh! Nein, hör auf die Kirschen zu essen. Ich hatte das Problem schon mal. Aber Kirschen brauche ich nicht mehr, ne? Kirschen war irgendwas, was ich jetzt nicht mehr brauchte. Ja, gut, wir machen erstmal Linus. Und dann... Ja, dann machen wir Feierabend für heute. Also nachdem wir jetzt hier Linus die Sachen gegeben haben, ich werde... Keine Ahnung, vielleicht werde ich noch mal ein bisschen angeln und Geld machen. Damit wir... Ach, da unten. Damit wir morgen einen neuen Rucksack uns kaufen. Und zwar den großen. So. Ey, ey Rubin, genau was ich gesucht habe. Vielen, vielen Dank. Mal sehen. Hier ist dein Geld. Danke, Linus. Ja, also wie gesagt, ich werde jetzt hier erstmal ihm was schenken. Danke dir, das ist ein äußerst interessantes Exemplar. Und dann werde ich noch mal ein bisschen angeln. Ich habe kein Dings, ne? Ich habe gar nichts. Ich habe weder Köder noch das andere. Scheiße. Ja, ich werde mich schon beschäftigen, irgendwie. Und wie gesagt, wir sehen uns morgen wieder. Und dann bereiten wir uns fürs Volksfest vor. Das steht ja morgen dann auch an in der Folge. Und ja, irgendwie... Kleinigkeit werden wir schon machen, ne? Bis dahin, ich bedanke mich. Ciao, tschüss, auf Wiedersehen.